Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Messer eines Herstellers, den ich bisher überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich ihn eigentlich kennen sollte. Und wenn ihr wissen wollt, worum es hier genau geht, dann bleibt doch einfach dran. Ja, wie gesagt, dieser Hersteller, dieser neue Messerhersteller, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und es gibt da zwar einen Namensteil, Tactile, den ich sehr wohl kannte, aber eben als Firma Tactile Turn, die ganz hervorragende und perfekt gefertigte Stifte herstellen mit CNC-Maschinen, die es ermöglichen, mit sehr geringen Toleranzen zu arbeiten und eben diese perfekten Schreibgeräte herzustellen. Ich habe dann zwar irgendwie mal gelesen, dass es eine Firma gibt, die sich Tactile Knife Company nennt, habe die aber im ersten Moment gar nicht zusammengebracht. Und als ich dann ein Messer immer mal wieder in den sozialen Medien sah, da habe ich mir gedacht, komm, bestell das einfach mal, im Prinzip blind. Und das habe ich dann getan und das Messer kam mir in diesem relativ einfachen Schuber. Hier Kunststoff ausgefräst, damit das Messer reinpasst. Zum Messer gab es dann noch diese kleine Karte mit den wichtigsten Angaben. Der Name Bexar, die Scales oder Platinen aus Titanium, die Klinge aus MagnaCut, tatsächlich das erste Messer mit diesem Stahl bei mir in der Sammlung. Dann auf 61 HRC gehärtet und ein gewisser Jack Moss hat es am 28.11. letzten Jahres zusammengebaut. Ja, jetzt gucken wir uns das gute Stück doch mal an. Und hier ist es dann. Dieses ja doch recht schlicht zu nennende moderne Slipjoint-Taschenmesser. So sieht das Ganze im ausgeklappten Zustand aus. Für mich etwas zu lang, knapp über 17 cm Gesamtlänge hat dieses Messer. Ich bevorzuge ja eher Messer, die so einen Zentimeter kürzer sind. Aber nun gut, es gefiel mir auf den Bildern. Und ich habe mich dann auch, bevor ich das Messer tatsächlich bekommen habe, so ein bisschen über Tactile Knife Company informiert. Und da fiel es mir natürlich wie Schuppen aus den Haaren, dass die beiden Firmen Tactile Turn und Tactile Knife tatsächlich zusammengehören. Und ich habe mich dann doch sehr gefreut und hatte eine Vorfreude, dieses Messer auszupacken. Und ja, was soll ich sagen? Die ersten Sekunden nach dem Auspacken, die führten bei mir tatsächlich zu einer Ernüchterung, weil dieses Messer doch, wie gesagt, eher etwas schlichter daherkommt als die Stifte von Tactile Turn, die eben, ja, wie gesagt, dadurch, dass sie durch CNC-Maschinen gefertigt werden oder mit CNC-Maschinen gefertigt werden, doch perfekt sind. Und das habe ich hier in den ersten Sekunden bei diesem Taschenmesser vermisst. Zum einen natürlich die Länge, das ist rein subjektiv, ist mein Thema. Was ich auch nicht so gerne mag, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos schon etwas länger guckt, diese frei im Wind stehende Klingenwurzel, wobei hier geht es so gerade noch, finde ich. Dann, wenn man mal so guckt, wie liegt die Rückenfeder zwischen den Platinen, da guckt sie hier vorne auch so ein bisschen hervor, ein paar Mü eben zu weit oben. Im Halbstopp, ja, über den verfügt das Messer, ist es dann flach und auch im geöffneten Zustand ist es flach. Aber wenn ich dann jetzt hier mal so von oben gucke, ich bin Taschenmesser von Moki gewöhnt. Die sind ja auch berühmt dafür, dass man die Übergänge zwischen Platinen und Rückenfeder oder Rückenfeder und Klinge mit bloßem Auge nicht mehr erkennt. Und so kenne ich das eigentlich auch von Tactile Turn bei den Stiften. Auch die sind
mit so engen Toleranzen gefertigt, dass man die Übergänge hier überhaupt nicht erkennt. Ihr fragt euch vielleicht, wie bekomme ich denn jetzt diesen Stift auf? Nein, nicht hier oben, sondern tatsächlich hier unten. Und jetzt erkennt ihr es, hier ist ein Schraubgewinde drin. Nur wenn ich das zudrehe, dann erkennt man es überhaupt gar nicht mehr. Und ehrlich gesagt, das hatte ich natürlich auch bei den Messern erwartet. Und deshalb war ich halt in den ersten Sekunden so ein bisschen, naja, underwhelmed. Das Lanyard, was da eigentlich dran gehört, hier schön versteckt, da gibt es ja diese Fangriemenöse, das wiederum finde ich gut. Das habe ich aber auch sofort entfernt, weil das war so störrisch und stand einfach so ab. Passte irgendwie gar nicht dazu, war nicht meins. Ohne das Lanyard finde ich das Messer auch von der Linienführung her nochmal ein bisschen besser. Ja, und dann kam eben der Moment, wo ich das Messer in die Hand nahm und habe erstmal gemerkt, das ist ja wirklich ein Leichtgewicht. Gerade mal etwas mehr als 50 Gramm wiegt das Teil. Bei den 17,2 Zentimetern sind es, glaube ich, in der Gesamtlänge. Und es ist sehr schmal gebaut, gerade mal 7 Millimeter. Ist der Griff breit, liegt unglaublich gut in der Hand, trotzdem, dass es so schmal ist, liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier keinen Clip verbaut haben. Das mag den einen oder anderen dann abtören und sagen, Mensch, ich will aber einen Clip haben. Brauche ich persönlich nicht. Stichwort Joker Jeans, sage ich da mal. Und was natürlich auch auffällt, hier auch die Klinge ist sehr schmal, gerade mal 1,7 Millimeter stark, sehr schön flach ausgeschliffen. Wir haben hier direkt hinter der Phase 0,4 Millimeter und das Messer kam auch sehr schön scharf geschärft zu mir, rasiert und ist natürlich ein Schneidteufel bei der dünnen Klinge. War das eigentlich von vornherein klar? Und hier haben wir dann auch Magna Cut aufgedruckt, nicht aufgedruckt, aufgelasert, nehme ich mal an. Das erste Taschenmesser mit diesem Stahl in meiner Sammlung, da bin ich noch gespannt, ob ich da irgendwelche Unterschiede merke. Und hier auf der Showside dann der Name Tactile von Tactile Knife Company. Ansonsten habe ich hier nichts gefunden, keine weiteren Logos oder so relativ clean, wobei mir ehrlich gesagt die Schriftart hier und die Größe nicht besonders gut gefällt, muss ich sagen. Als Öffnungshilfe haben wir dann hier keinen richtigen Nagelhau, sondern diese zwei eingefrästen Linien, die sind so ein bisschen rauer und bieten aber dem Daumen und dem Zeigefinger genügend Halt, um die Klinge aus dem Heft herauszuziehen. 90 Grad Stopp habe ich schon erwähnt. Da verfügt das Messer drüber. Ich persönlich hätte gerne 135 Grad gehabt, weil das ist nochmal sicherer, wenn es dann mal einklappen sollte. Bei 90 Grad habt ihr euch schon in den Zeigefinger geschnitten. Hier ein Blick auf den Klingenstand. Da bin ich mit zufrieden. Relativ mittig. Abschluss auch gut, klar, CNC gefertigt. Wir haben kein Klingenspiel links und rechts. Auch gut. Ja, also erster Eindruck eher ja, bescheiden. Und als ich es dann in die Hand genommen habe, da war es um mich geschehen. Ich finde, dieses Messer ist einfach ein ja, schon fast perfekt zu nennendes EDC-Taschenmesser, eben weil es so eine schmale Klinge hat, so wenig wiegt, das kann man wirklich immer dabei haben und es ist garantiert ein Kandidat für meine EDC-Rotation und wird da seinen Platz finden. Das ist einfach ein tolles, tolles Messer und schon fast ein Handschmeichler, würde ich sagen. Und obwohl es nur ein Slipjoint ist, hat es auch einen gewissen Spielfaktor. Also ich nehme es gerne in die Hand, öffne die Klinge, schließe sie wieder, lasse es einfach so durch die Finger gleiten. Wirklich
ein ganz, ganz tolles EDC-Taschenmesser. Und ich habe auch schon geguckt, wie ich es denn kombinieren würde. Ja, zusammen mit meiner Rolex, dem Stift natürlich auch aus derselben Firma von Tactile Turn. Das Ganze dann zusammen mit meinem Wally oder einem meiner Wallys von DP Steel and Leather vom Daniel Pokladek und natürlich auch immer irgendwas als Talisman dabei. Hier die KP Noctem Münze von KP Diem EDC. Das wäre so meine Zusammenstellung und die habe ich jetzt tatsächlich auch in den letzten Tagen schon getragen. Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie eure Meinung ist zu dem Bexar, zu diesem modernen Slipjoint-Taschenmesser von Tactile Knife Company. Wie steht ihr dazu, dass Tactile Turn jetzt eben auch Taschenmesser macht? Ist natürlich der Vorteil, dass sie ja die Erfahrung und die Maschinen schon haben, dass sie jetzt auf die Messer gehen. Es gibt inzwischen auch andere Modelle. Ich weiß nicht, wenn ihr euch da auskennt und auch da schon Erfahrungen mit gesammelt habt, schreibt mir das doch bitte auch mal in die Kommentare. Es interessiert mich, wie eure Meinung ist, einmal zu diesem Modell, dem Bexar, aber auch wenn ihr die Erfahrung habt zu den anderen Modellen. Was sagt ihr zu der Fertigung? Was sagt ihr dazu, dass das jetzt hier etwas schlichter daherkommt, zumindest in meinen Augen, als die Stifte von Tactile Turn? Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und genauso würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!